Der Boden ist Lava. 3, 2, 1. Oh. Was tue ich? So, guten Morgen und willkommen zum zweiten Teil meines Urlaubsvlogs aus Tschechien. Wir sind gerade aufgestanden, haben uns einigermaßen fertig gemacht, gehen gleich zum Frühstück. Und dann lassen wir uns überraschen, was für eine Tour wir heute machen. Das wissen wir nämlich noch gar nicht. Ich habe jetzt erstmal meine Blasen verarztet. Die große hier habe ich gestern nur noch aufbekommen. Ich hatte zwar keine Nadel oder so, aber ich habe einfach eine Haarspange genommen und habe da einfach so lange drauf gedrückt, bis es aufgegangen ist. Ich bin immer noch voll müde, weil wir haben schon nur so 6 Stunden geschlafen. Ich chill jetzt erstmal im Zimmer und gucke ein paar Videos. Also wir haben hier einmal so ein richtig geiles Hotel gefunden. Guck mal. Und daneben einfach so eine Mini-Kapelle. Jesus Christi. Ja, jetzt müssen wir wieder so einen dämlichen Aufstieg hoch. Boah, ich hoffe, dass er nicht so heftig wird, aber meine Waden sind komplett verkrampft, jetzt da geht gar nichts mehr. Vor allem, wir haben gerade Alex hat gerade eine alte Mine gefunden. Hier am Fluss. Ich glaube, hier kann ich gleich wieder einen Herzinfarkt ersetzen. Schaut mal, der Baumstamm und in den Wurzeln des Baums wachsen einfach mehr Bäume. Das ist schon ziemlich nice. Und ich kann nicht mehr, ich hasse Anstieg. Ich hasse Hochsteigen, das geht gar nicht klar. So, wir haben es jetzt endlich nach oben geschafft. Also teilweise war das echt so steil. Ich bin teilweise auf allen Vieren gekrochen. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt geht es eigentlich nur noch waagerecht und bergab. So, wir sind jetzt an einem Aussichtspunkt. Da ist unser Hotel. Also das ist mir jetzt alles gelaufen. Und gestern sind wir, glaube ich, da mit der Seilbahn hoch und sind dann da lang gelaufen. Seht ihr im letzten Video. So, wir sind die Theerstraße hoch. Da irgendwo müsste die Baute sein, wo wir bald hin waren. Also Lutti die Baute, da waren wir vor 2 Tagen schon. Und da vorne ist die Schneekoppe. Da sind wir im ersten Video, also vor 2 Tagen, sind wir da hochgestiegen. So, wir sind jetzt in der Lutschni-Baude angekommen und ich habe mir eine heiße Pilzsuppe geholt zum Aufwärmen. Was ich mir zeigen wollte, das Zeug ist übelst gut zum Wandern, weil das macht das die Muskeln nicht so verkrampfen. Und wenn man zur Ruhe kommt, mal da sitzt, dann heizt es richtig auf. Ich habe das jetzt an die Waden gemacht, weil das echt nicht mehr ging. Das ist echt super. So, jetzt spielen wir mal was. Müssen wir mal den Schatz warten. Schatz? Der Boden ist Lava. 3, 2, 1. Oh. Papa ist verbrannt. Akku. Also irgendwie finden wir keine richtigen Fliegenpilze. Wir finden zwar rote, aber ohne diese weißen Dinger drauf. Und wir finden welche mit diesen weißen Flocken drauf. Aber nicht in rot, sondern in braun. Are you kidding me? Guck mal, endlich haben wir einen richtigen Fliegenpilz gefunden. Hat zwar ein Loch, aber endlich ist er richtig. So, jetzt geht's durch einen Märchenwald, hauptsächlich abwärts. Ich glaube, es sind noch 3 Kilometer oder 2 oder so. Wir hoffen, dass heute der Whirlpool repariert ist, weil da war nämlich so ein Auto da für Schwimmbäder, Reparatur, irgendwas. So, hier kann man jetzt eigentlich die Stadt sehen. Aber nur ein bisschen, weil wir, glaube ich, gerade im Nebel, in der Wolke drin sind. Wir sind gerade über so eine Skipiste gelaufen und jetzt sind wir hier gerade unten an den Lifts. Wir haben es geschafft. Wir sind da. OMG. Also wir sind jetzt erstmal in Spindlermühl. Das heißt ja noch nicht, dass wir am Hotel sind. Das dauert schon auch noch eine Weile. So, Zivilisation ist in Sicht. Schaut mal da ganz oben, waren wir komplett bescheuert. Der Whirlpool ist repariert. Der Whirlpool ist repariert. Also Leute, der Whirlpool tat gerade so gut. Es hätte jetzt nichts Besseres geben können. Und vor allem, was wir heute auch gelaufen sind, wir dachten zuerst,
Heute, das wird die kürzeste und die leichteste Strecke. Sehr witzig, weil wir hatten nämlich noch bei der Lutschnibau da, wo wir am ersten Tag auch waren, einen Zwischenstopp eingelegt, da mussten wir aber einen kleinen Umweg laufen. Ja, und somit ist es dann die längste und schwierigste Tour geworden. Ich kann nicht mal sagen, was wir ungefähr gelaufen sind. Also ich habe ja einen Schrittzähler auf dem Handy. Und am ersten Tag, als wir auf die Schneekoppe rauf sind, bin ich etwas über 31.000 Schritte gelaufen. Von 10.000, die ich am Tag normalerweise schaffen muss. Gestern auf dem Medvedin waren es weniger, war auch eine kürzere Tour, also die kürzeste Tour bis jetzt. Da sind wir circa ein bisschen weniger als 26.000 Schritte. Und heute einfach mal fast 36.000 Schritte. Wir sind ready. Und jetzt geht's essen. Ich habe Hunger. So, wir machen uns jetzt auch ins Bettchen, weil wir so fertig sind. Aber das war jetzt auch die längste Tour und ich kann nicht mehr laufen. Meine Waden sind so zusammengekrampft schon seit gestern. Das war halt die ganze Tour so. Und ich habe Blasen ohne Ende. Stimmt, die eine Blase muss ich noch aufmachen, fällt mir gerade hin. Ja, morgen wandern wir zum Glück nicht. Ich glaube, das könnten wir alle auch gar nicht. Ja, wir schlumpern einfach nur in Spindlermühe rum und schauen, ob wir da noch was kaufen können. Okay, dann sage ich schon mal gute Nacht, denn wir sind mega fertig. Und was ich im letzten Video gesagt habe und was ich jetzt auch nochmal sage, wenn ihr die ganzen Bilder sehen wollt von unserem Urlaub, dann geht auf meinen Instagram-Account, denn da habe ich sehr viele Bilder hochgeladen. Solange wie neblig es einfach ist, dass man nicht mal die Berge sieht. Man sieht einfach nur die Bäume, die vorderste Reihe, und die Berge sieht man gar nicht. So, wir waren jetzt Frühstück essen und jetzt chillen wir wieder ein bisschen. Und dann gehen wir irgendwann in die Stadt. Mal schauen, ob sich das Wetter noch bessert. So, wir machen jetzt los nach Spindlermühle. Fahren da mit dem Auto hin. Guck mal, das ist voll schön. Und dieser kleine Turm da oben drauf. So niedlich. Richtig märchenhaft. Das nenne ich mal einen Spielplatz. Die Bäume. Nach unten oder wieder nach oben? Ich glaube, da kann man irgendwie runterspringen, dann auf dieses Trampolin. Und da gibt es auch, glaube ich, so ein... Also hier steht dran Aquasorbing. Ich denke mal, das ist bestimmt tschechisch. Aber hier, diese Ball, da kann man einfach auf Wasser dann so Spaß haben. Ziegen. Hallo. So süß, ich liebe Ziegen. Vielleicht, weil ich selbst eine bin. ja. Aber die Babyziege ist so süß. Die sind so weich. Ich Glück, dass ich das so getroffen habe. Er kann richtig gepupst. Ja, also mein Brudi und ich, wir gehen jetzt noch in Whirlpool. Wir haben jetzt richtig lang gechillt, weil wir einfach so fertig sind von den letzten Tagen. Deswegen haben wir jetzt richtig gechillt und Videos geguckt und so. Und jetzt gehen wir in den Whirlpool. Der Whirlpool ist original schon wieder kaputt. Ich frage mich, was die für aggressive, zerstörerische Gäste haben, dass alle zwei Tage der Whirlpool kaputt ist. Ich war jetzt auch nur einmal im Pool, dann war es mir zu kalt, dann habe ich mich auf die Liege gelegt und gepennt. Das wird mir langsam zu doof.
Und wir haben kein Mittag gegessen, deswegen habe ich übelst Hunger. Wir werden jetzt endlich von unserer Langeweile erlöst und gehen jetzt Abendbrot essen. Endlich, weil wir lagen echt die ganze Zeit nur auf dem Bett und haben Videos geschaut, weil heute ist so ein Chilltag, aber irgendwie, wenn der Whirlpool kaputt ist, was soll man denn machen? So, wir sind kurz draußen auf der Terrasse und guckt mal, wie schön das ist mit dem blauen Himmel, den Wolken und der Sonne auf den Bergen. Mega schön. Heute habe ich mir mal Caprese bestellt als Vorspeise und dazu habe ich einen Tintoretto oder so. Die haben uns gerade noch Obst da aufs Haus gebracht. Voll die fette Himbeere da drin. So, es ist jetzt kurz nach um 7. Es ist Mittwoch und wir reisen heute ab. Deswegen packen wir jetzt gleich, weil wir um 10 auschecken und dann denke ich mal nach Frühstücken gehen. So Leute, es ist jetzt um 8. Um 7 sind wir aufgestanden und wir sind einfach schon fertig mit Packen. Meine Eltern sind noch gar nicht aufgestanden, die springen noch im Schlafzimmer rum. So, und dann gehen wir das letzte Mal frühstücken. So, wir haben jetzt ausgecheckt, fahren nochmal zu Billa und dann geht's gerade nix nach Hause. So, wir machen jetzt Zwischenstopp nochmal bei Billa und guckt euch mal die Häuser an, wie schön sind die bitte. So pastellblau da hinten, pastellgrün, und pastellrosa. Das ist so schön. So Leute, wir sind wieder zu Hause und ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland, als wir weg waren, so gestürmt hat. Hier ist ja überall Hochwasser. Aber ja, mein Ort wurde mal wieder verschont. Ja, wenn euch der Vlog gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr schon mal in Tschechien wart, beziehungsweise in Spindlermühl oder wie es in Tschechisch heißt, Spindlerovlin. Ja, und ob ihr auch eher so Wandertypen seid oder ob ihr halt eher so Strand seid. Eigentlich bin ich mehr Strand, aber ich habe mich jetzt mal dazu hinreißen lassen. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!